Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann und herzlich willkommen im Jahre 2016. Ja, die Zukunft ist jetzt und das vergangene Jahr muss besprochen werden. Ich habe es versäumt, letztes Jahr noch einen Jahresrückblick zu machen und jetzt sehe ich mich in der Lage, auf ein komplettes Jahr zurückblicken zu können. Und dann schauen wir mal, was dieses Jahr alles so rausgekommen ist. Ich bin so einer, ich mache ungern Top 10 und Flop 10 Listen, weil sind wir einfach mal ehrlich, jeder Film steht irgendwie für sich selbst und man könnte jetzt sagen, Enjoyment for whatever reason, also was mir einem gefallen hat oder nicht. Ich möchte das jetzt einfach mal ein bisschen aufdröseln. Ich habe da drei Kategorien gemacht und zwar gut und jetzo und nicht so gut. Wir fangen also einfach mal an. Auf der Seite nicht so gut. Da habe ich zuerst Taken 3. Liam Neeson ist mal wieder unterwegs und muss den Tod seiner Frau rächen und das Ganze war unfassbar mies zusammengeschnitten. Die Action war im Endeffekt nicht mehr anschaubar, das Schauspiel war so mediocre und man hat sich im Endeffekt gedacht, ja, ist das jetzt eigentlich nur ein Skript, wo dann noch Taken 3 draufgesetzt wurde und wieso sind wir eigentlich hier? Ja, mein Gott, dann schieben wir den Film halt in den Januar oder in den Februar, wann der rauskam und hoffen, das merkt keiner am Ende vom Jahr. Aber ja, Taken 3 war scheiße. Dann haben wir Ouija oder Ouija. Da ging es um diese Teenager, die mit dem Ouija-Board spielen und dann alle gefickt werden von einem Geist. Ja, die werden dann alle getötet oder irgendwie. Und dann gab es noch diesen einen Plot-Twist gegen Ende. Ja, der Film war auf jeden Fall hübsch gedreht. Und es war, soweit ich mich noch entsinnen kann, ein Regiedebüt. Aber so im Allgemeinen hatte der Film im Endeffekt keine Substanz. Er sah richtig gut aus, aber nur die Optik, naja, das ist eine, ja, nö. Dann John Wick. John Wick, da muss ich sagen, John Wick hat mir auf einer persönlichen Ebene überhaupt keinen Spaß gemacht, weil der Film hat sich so unfassbar ernst genommen und ist im Endeffekt mitunter das Lächerlichste, was ich seit langem gesehen habe. Der Film hat mich dann auch auf so einer anderen Ebene sehr, sehr gestört, weil die Kampfchoreografien, das ist ja ein Film, der von Stuntmännern gemacht wurde, die Kampfchoreografien, die waren alle so ein bisschen, ich weiß nicht, die hatten dann hier und da so kleine Gimmicks und die hatten auf jeden Fall Spaß dabei, weil sie es gedreht haben, aber wie Keanu Reeves da in dem Film seine Pistole benutzt und irgendwie Leute auf 3,5 cm Distanz in den Kopf schießt und man sieht nichts. Ich weiß nicht, sie haben es versucht, die Kämpfe so choreografisch wie möglich darzustellen und das ist auch nicht so schlecht gewesen, aber dann benutzt man dieses computergenerierte Blut und ach, also bitte dann doch noch echtes Blut, also halt das Kunstblut verwenden, wie es zum Beispiel bei einem Tarantino der Fall ist. Ja, und dann noch zu guter Letzt der Fakt, dass er das alles nur macht, weil sein Hund getötet wurde. Der Hund war das letzte Überbleibsel von seiner Frau, die irgendwie an einer Krankheit gestorben ist und hat sie ihm das Hündchen gegeben, damit er nicht alleine ist. Und dann kommen die Russen, klauen sein Auto und töten sein Hündchen und dann geht der Bad Shit crazy und tötet alles. Das ist so ein Plot, wo ich mir dann gedacht habe, ja, könnte gut für so eine Parodie von Actionfilmen passen. Vielleicht ist John Wick auch eine Actionfilm-Parodie, ich weiß es ja nicht ganz genau, aber der bekommt jetzt sogar eine Fortsetzung. Ha, na gut. Dann gibt es wohl bald John Wick 2. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Actionfilm, der nicht so gut war. Und zwar James Bond 007 Spectre. Der Film hat so ein gleiches Schicksal wie Ouija. Er sah unfassbar gut aus, aber er hatte keine Substanz. Das Skript war eine hanebüchene Sammelsuriumskacke und James Bond war unfassbar unsympathisch. Christoph Waltz schmückt 10 Minuten von diesen 150 und der Plot ist einfach... Der Plot ist einfach furchtbar. Das ist ein convoluted Skript. Das heißt, alles funktioniert nur, damit es funktionieren kann. Also damit wir eine Handlung bekommen. Und die einzelnen Action-Set-Pieces waren ja wenigstens so ein bisschen so lala, okay. Und dann ist auch schön gefilmt, wie gesagt. Und die Musik war akzeptabel. Aber der Inhalt vom Film hat es im Endeffekt alles auseinandergerissen. Und wenn die Story von einem Film dich zum Schreien bringt, dass du die Hände über den Kopf schlägst und nein, 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 hört auf mit der Scheiße. Das ist dann quasi wie so ein Fiebertraum, dass man sich denkt, so, was habt ihr damit gemacht? Ich habe ja auch gesagt, dass nach den drei vergangenen Bond-Filmen, die ja, also zwei waren gut, namentlich Skyfall und Casino Royale und Quantum of Solace war ein bisschen so ein Schnittmassaker. Vielleicht ist es jetzt wie bei den Star Trek Filmen, dass immer die ungeraten Zahlen die guten sind. Bei Star Trek sind es die geraden Zahlen, die gut sind und die ungeraden Zahlen sind so ein bisschen merkwürdig. Und ja, vielleicht ist es bei James Bond jetzt anders, dass die ungeraden Zahlen gut sind und die geraden Zahlen sind eher meh. Dann kommen wir zu Fast and Furious 7.
Ja, Fast and the Furious 7. Ich wollte noch spekulieren, ob der vielleicht sogar auf die, naja, geht so Liste kommt. Aber eigentlich war der ja wirklich nicht so gut. Jetzt im Retrospekt haben die ein paar Kritiker natürlich komplett zerknüppelt. Der Film hatte halt Action-Set-Pieces, die nicht zusammengeführt waren. Und das Editing war wirklich teilweise ein verfickter Albtraum, wenn ich mal zitieren darf. Aber es hat mich nicht so angewidert oder es hat jetzt mich jetzt nicht so auf einer persönlichen Ebene beleidigt, wo ich jetzt dann irgendwie im Kino saß und mir gedacht habe, so nein, das ist furchtbar, ich töte jetzt gleich ein paar Welpen oder so. Nein, so war das jetzt nicht bei mir. Der Film hat mich eigentlich überhaupt nicht berührt und man hat auch gemerkt, dass da einiges passiert ist, das Drehbuch oft umgeschrieben wurde, dass dann mega viele Reshoots kamen, weil eben auch Paul Walker das Zeitliche gesegnet hat. Und ja, mein Gott, was soll man sagen? Dann ist dann noch Kurt Russell irgendwie reingeshoppt worden und dann hat man das alles irgendwie versucht so zusammen zu stitchen. Und aus dem Grund ist es so eine Art Frankenstein of a Movie geworden. Und das merkt man dem Film sehr an. Und dass sie dann auch irgendwie versucht haben, Paul Walkers Abgang noch ein bisschen würdevoll darzustellen, wenn sie dann alle am Strand hocken und sie sagen so, ja, was wird er jetzt tun? Ja, er wird ins Meer gehen. Naja, wenigstens haben wir noch einen CGI Paul Walker zu Gesicht bekommen. Ist das nicht schön? Und dann kommen wir schon zur Pleite des Jahres. Das kann man mit großem Abstand vielleicht schon sagen. Und zwar Kartoffelsalat, nicht fragen. Ein Film von und mit deutschen YouTubern, angefeuert von Fresh Torge und Otto Walkes, mit 400.000 Euro Budget. Ein Projekt vom Dorf und auf dem Dorf hätte es auch bleiben sollen. Ich habe mir den Film jetzt mittlerweile dreimal angesehen noch. Ich musste den immer ein paar Freunden zeigen. Und allesamt, der Konsens war, ja, ein, zwei Lacher sind drin, der Rest vom Film ist furchtbar und es ist ein einziges Fremdschämen. Der einzige Pluspunkt, den ich dem Film jetzt im Nachhinein noch anrechnen kann, ist, ja, sie haben es versucht. Aber es waren halt dann trotzdem 400.000 Euro und mich regt es eigentlich eher auf, was der Fresh Torge da herum so alles gemacht hat. Er hat den Film promotet wie solche, der Film kam in die Kinos und alle haben die Kinoseele gestürmt und es sind alles kleine Kinder, die im Endeffekt noch nicht wirklich kritikfähig sind. Und dann wird das der schlechteste Film aller Zeiten laut IMDb und trotzdem gibt es eine hart gesottene Fanbase. Und nicht so Leute, das ist nicht The Room, wo man sagt so, I did not hit her. What about Elizabeth, huh? Und nein, das ist halt. Der ist halt nicht unfreiwillig lustig. Der ist auch nicht freiwillig lustig. Der ist einfach nur gefilmt. Und natürlich, es gibt den ein oder anderen Spruch so, Mensch, was denn los? Ein Los ist ein Lottoschein. Das sind so kleine Schmunzler, aber das sind vielleicht auch so Mitleidsschmunzler. Ich weiß es nicht genau. Also, es tut mir auf jeden Fall leid für alle, die da dabei waren. Ich habe ja da gesagt, das einzig Positive am Film ist Dagi Bee mit ihrer Rolle als Katrin, soweit ich weiß. Und die möchte ich jetzt öfters sehen. In Bruder vor Luder war sie zwar scheiße, aber ich glaube, die muss nur die richtige Rolle bekommen. Und ich möchte sie auch mal in was Dramatischem sehen. Dann ist das vielleicht sogar ein Sprungbrett für sie gewesen. Der Rest, ja komm, Otto ist tot. Das hat man in dem Film offensichtlich gesehen. Offensichtlicher hätte man es nicht zeigen können, dass Otto Walkes schon mal den Sarg zumacht. Gut, alles klar. Dann waren das die Flauten des Jahres, also die richtigen Flauten mit Abstand. Jetzt kommen wir zu den Filmen, wo ich sage, geht so. Avengers 2, The Age of Ultron. Ja, James Spader hat keine Strings mehr. Ja, mein Gott, das war halt so ein Sequel. Die Magie des Erstlings war weg, weil wir haben gesagt, wir kennen jetzt das schon alles. Wir wissen, wie die auf der Leinwand funktionieren, also müssen sie jetzt mal eine Story bringen. Sie haben keine wirkliche Story gebracht, das war eigentlich nur mehr so, ja, and yet another guy wants to destroy the world. Und ja, das ist halt Ultron. Ich mochte wieder die einzelnen Momente mit Tony Stark und Bruce Banner und so weiter, dass jetzt Hawkeye irgendwie so zum Charakter aufbauschen, das hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen, weil das ist so eine langweilige Socke, das ist der Wahnsinn. Schade um Jeremy Renner, der kann es eigentlich viel, viel besser, aber Hawkeye ist einfach lame Scheiße und wenn man dem jetzt eine Familie gibt, das ist so forcierter Sympathiepunkt. Oh, er muss zurück zu seiner Farm, wo seine Familie ist. Ja, okay, whatever. Und halt dann diese ganze Clusterfuck von wegen, wir müssen jetzt hier alles reinschopfen, was dann für spätere Marvel-Filme von Bedeutung sein wird, wie zum Beispiel Thor Ragnarok wird irgendwie geteased und
Irgendwie wird Black Panther geteased und ich habe ganz alles vergessen, wo die ganzen Teaser da drin sind. Der Film ist unfassbar vergesslich in meinen Augen. Jetzt im Nachhinein, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Er hat dann irgendwas hochgehoben oder hat eine Stadt als Komet benutzt oder ich weiß nicht. Also am Ende kämpfen sie dann auf jeden Fall wieder gegen eine gesichtslose Armee und müssen alle verprügeln und so weiter und so fort. Der beste Teil des Films war, wo der Hulkbuster gegen den Hulk kämpft. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht, wenn da sich diese beiden prügeln, aber na gut, das soll das jetzt gewesen sein zu The Avengers 2. Jetzt kommen wir zu Jurassic World. Ja, die Jurassic World hatte ich besucht mit einer Freundin und wir waren beide danach ziemlich enttäuscht. Ich habe mir den Film jetzt dann noch ein paar Mal auf DVD angeschaut, weil ich ja auch plane, ein Screenshot-Review zu machen und das fertig wird, keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Jurassic World gefällt mir im Nachhinein mehr als im Kino. Er ist allerdings immer noch auf dieser Meh-Schiene. Also ich meine, Colin Trevorrow, der jetzt auch dann Episode 9 von Star Wars machen wird, der weiß auf jeden Fall, was die Leute wollen. Aber die Leute wissen nicht mehr, was sie wollen. Ja, sie bekommen es halt nur so fortgesetzt. Vorgesetzt und fortgesetzt. Achtung, das war ein super Versprecher. Ja, Jurassic World ist mehr vom Gleichen. Und man hat halt versucht, einiges zu ändern, dass alles irgendwie besser wird. Und jetzt versuchen wir dieses und jenes reinzuschieben, dass wir da noch überall die Pluspunkte kassieren bei den Fans. Und am Ende war es halt dann doch nicht so das Wahre. Also da hat man dann schon gesehen, wie halt so ein bisschen das Produkt die Gunst auf die Seite schiebt. Es waren teilweise sehr, sehr platte Dialoge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Die Tatsache, dass die Velociraptoren für den Kriegsdienst eingesetzt werden sollen, weil man die nicht hacken kann. Ja, das war ein unfassbarer, blöder Plotpoint. Und das Ende vom Film, wenn dann der Indominus Rex gegen den T-Rex und die Velociraptoren kämpft, da hat ein Drehbuchautor, als er zu Besuch war bei Red Letter Media, Max Landis, er hat zum Beispiel American Ultra geschrieben, der hat dann irgendwie gemeint, "And the last 10 minutes of Jurassic World are basically just a little kid going and then, weil es einfach nur eine Aneinanderreihung ist von Sequenzen, die ein kleines Kind gerne sehen würde. Na, das soll es gewesen sein zu Jurassic World. Jetzt kommen wir zu Unknown User. Im Original hieß der, glaube ich, Unfriended? Ja, Unfriended hieß der. Das ist der beste Horrorfilm auf Skype, den ich jemals gesehen habe. Und es ist ja, das ist ein positives und ein negatives Argument, ne? Es ist halt ein Horrorfilm auf Skype. Ich würde behaupten, dass der zu Hause auf dem Laptop viel besser funktioniert, weil man da so ein bisschen, da wird irgendwie die vierte Wand gebrochen und man schaut halt quasi Leuten beim Skypen zu und dann wirkt das Ganze bestimmt noch ein bisschen gruseliger, weil das alles so, naja, echter wirkt. In einem Kinosaal, mein Gott, da hat man versucht, eine Barriere einzureißen, um zu sagen, so, es ist auch viel näher dran an den Menschen, da geht man so ein bisschen auf die Paranormal Activity Schiene. Ja, nö, so ist es nicht. Und jetzt passt mal auf, ich habe irgendwie mal zu lesen bekommen, dass das alles in einem einzigen Take gemacht wurde. Nein, ich habe jetzt da mal ein bisschen Research betrieben. Der Film wurde nicht in einem einzigen Take gedreht. Es wurden 12 Takes gedreht. Also immer diese 60, 70 Minuten, die wurden halt gedreht. 12 Mal. Und dann haben sich die Leute da hingesetzt an einem Schneidetisch und haben es dann alles so zusammengeschnitten, wie sie wollen, weil du kannst ja wirklich alles machen. Sobald du irgendwie ein bisschen Matrixing hast, oder sobald irgendwas ruckelt und so weiter, dann kannst du sofort ein neues Take einsetzen. Ich empfehle dazu den ersten Teil vom YMS Review, Unfriended, also Your Movie Sucks hier auf YouTube, der hat das wunderschön erklärt, was ich davor schon vermutet hatte, allerdings hatte ich noch keinen Fakt und ja, er hat es dann auf jeden Fall bestätigt und das schön, dass ich das irgendwie schon geahnt hatte, weil ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass die in einem einzigen Take das machen, denn es ist kein Victoria oder so, den habe ich übrigens nicht gesehen, verfickte Scheiße. Ansonsten war Unfriended eine ziemlich lame Nummer. Aber mir hat es irgendwie mehr Spaß gemacht als so manch andere Filme, denn es war wenigstens ein frischer Wind im Horrorgenre. Da hat man schon mal ein bisschen was anderes versucht und Credit where credit is due, da muss man dann schon ein bisschen den Hut davor ziehen, dass sie das probiert haben. Ich hoffe, das springt jetzt keinen Trend an. The Visit. Ja, M. Night Shyamalan Ding Dong war zurück und hat mit The Visit so einiges erledigt. Ja, was soll man jetzt sagen? Zwei Kinder fahren zu ihren Großeltern und dann finden sie heraus, das sind gar nicht ihre Großeltern, sondern nur verrückte alte Menschen aus dem
aus der Irrenanstalt, die jetzt die Kinder einen Brunnen runterschmeißen müssen, damit sie nach Equestria kommen. Ja, M. Night Shyamalan hat es mal wieder versaut. Ich habe den Film auf der Social Movie Night gesehen. Mit Robert Hofmann, Nino Kerl und Maxi Gräf und so waren da. Das hat den Film schon etwas rentabler gemacht, denn es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Social Movie Night. Der Film an sich erfindet das Rad nicht neu und er wird im Nachhinein so eine komische, zwittrige Angelegenheit zwischen Comedy und Horror. Ab und zu die Comedy-Elemente im Film funktionieren meiner Meinung nach. Vor allem die Sprüche des kleinen Jungen, die haben mir teilweise richtig gefallen. Aber es ist halt dann auch immer so, wenn der Film dann wirklich gruselig sein soll, ist er fast noch lustiger, als wie in den Szenen, die vom Film intendiert lustig sein sollen. Also das war eine unfassbar merkwürdige Konstellation. Und ich habe das Gefühl, dass Shyamalan im Nachhinein versucht hat, irgendwie sein eigenes Versagen durch diese Pseudo-Erklärung zu kaschieren, zu sagen, no, it's a comedy, everything is funny. Weil man dann irgendwann mal denkt, oh, der Film ist ja lustig, der soll ja lustig sein. Was soll man dazu sagen? Ja, M. Night Shyamalan hat jetzt nicht unbedingt ein Comeback gefeiert, muss er auch gar nicht. Meiner Meinung nach hat's der Mann etwas verbockt mit seiner Karriere, aber mein Gott, das sollten wir jetzt nicht so laut sagen. Vielleicht kommt ja doch mal was ganz Tolles von M. Night Shyamalan mit Ding Dong, man weiß es ja nicht. Wie gesagt, es ist ein unfassbar stumpfer Horrorfilm mit Jumpscares und allen möglichen Klischees, die bis zur Vergasung ausgeschöpft werden, mit so ein bisschen Comedy reingestreut und dann halt im Nachhinein hat man gesagt, oh nein, das ist doch alles lustig, wir sind totally self-aware. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein zu The Visit. Birdman, den habe ich erst ganz am Ende vom Jahr jetzt gesehen. Der kam aber, soweit ich weiß, am 29. Januar oder irgendwas kam da raus. Birdman, Michael Keaton und eine unfassbar coole Ensemble-Cast sind gefangen in einem Theater und der Kameramann versucht die ganze Zeit zu entkommen und das in einem einzigen Take. Nein, der Film war schon sehr in Ordnung. Der Grund, wieso er bei dem in der Sparte geht so ist, ist, weil ich persönlich irgendwie überhaupt nicht in die Story reingekommen bin. Craftsmanship in dem Film, also wirklich die Handhabe, wie das gemacht wurde, wie das alles gemacht wurde, von vorne bis hinten, ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Sag ich jetzt schon. Die haben das großartig gemacht. Vor allem die Kamera und wie sich die Kamera bewegt und wie das alles zusammenarbeitet. Und weil das sind ja auch teilweise richtig, richtig lange Takes, wo die Schauspieler spot on sein sollen. Und vor allem Edward Norton ist eine verfickt geile Performance in dem Film und auch, wie heißt der, Emma Stone, die macht auch eine super Figur. Michael Keaton, der Birdman selber, der hat's mir nicht verkauft. Also das ist jetzt 100% eine persönliche Meinung, dass ich einfach auf die Story nicht eingehen konnte, weil ich mir gesagt habe, okay, mir ist es scheißegal, ob der Künstler jetzt zurückkehrt oder nicht und so weiter. Und naja, über das Ende ist dann auch spekuliert worden, hopst er aus dem Hotel, aus dem Krankenhausfenster raus oder nicht, oder fliegt er jetzt wirklich oder was? It was all a dream oder so. Ich möchte auch gar nicht so großartig über das Ende spekulieren. Ich möchte nur sagen, es ist nichts Persönliches mit Birdman, mit dem Film. Es ist allerdings etwas Persönliches mit der Story von Birdman. Der Film ist super gemacht, aber er hat mein Herz nicht berührt und ich weiß auch nicht, ob er das soll. Das ist eine ganz komische Sache bei Birdman. Aber Birdman war auf jeden Fall einer der besseren Filme des Jahres, wenn nicht sogar von der Machart her vielleicht sogar der beste. Ich habe jetzt natürlich noch nicht The Revenant gesehen, aber das habe ich natürlich vor. Ich hoffe, Alejandro Iñárritu hat hier ein bisschen mehr Story drin. Ich habe gehört, es wird kaum geredet, aber das, was geredet wird, ist halt genug. Und der Film erzählt auf jeden Fall eine Geschichte, weil Birdman war eigentlich ja hauptsächlich nur so ein Kammerspiel. So. Einfach nur Gerede und so weiter. Und wenn einen das Gerede in einem Redefilm nicht interessiert, dann bist du im Arsch, mein Freund. Und das ist halt dann, wie gesagt, nur so eine persönliche Notierung für Birdman. Jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu Bruder vor Luder. Der ist auf der Geht-So-Liste ganz einfach, weil das war so wie so eine kleine Erlösung. Das war so eine kleine Erlösung für mich persönlich, weil ich war so in einem Kartoffelsalat-Koma und mich hat es so gefreut, dass halt ein paar Leute echt wissen,
dass man da doch was machen kann mit diesen YouTubern. Ich muss sagen, für ein Erstlingswerk, das selbst geschrieben und selbst Regie und selbst geschauspielert und das letzte in ganz vielen Anführungszeichen, denn die Lochis sind keine guten Schauspieler, aber sie konnten einen Regie-Start ablegen, naja, das ist echt gut geworden, so von der Regie her und von den einzelnen Set-Pieces und so weiter. Und ich weiß, ja, es ist ein dummer Teenie-Film. Und es bleibt auch ein dummer Teenie-Film. Aber die Tatsache, dass es quasi ehemalige Laien sind oder vielleicht immer noch Laien sind, aber jetzt sind es keine Laien mehr. Ach, so viele Laien. Die haben jetzt einen Film gemacht, den ich nicht hasse und wo ich mir sagen kann, ja, das ist so ein Film, den könnte ich mir vielleicht sogar mal anschauen, wenn der im Fernsehen läuft. Oder ich würde behaupten, okay, Bruder von Luder ist das positivste Beispiel für einen YouTuber-Film. Jetzt mal abgesehen vom englischen Markt, weil Camp Dakota war einfach fucking awesome. Also wenn ihr den mal anschauen wollt, Camp Dakota, den müsst ihr, glaube ich, runterladen von der Seite, dann irgendwie 9 Euro per PayPal oder sowas. Also Hannah Hart, Mamrie Hart und Grace Helbig, die haben einen Film gemacht, Camp Dakota, und das ist meiner Meinung nach der beste YouTuber-Film, den ich seit langem gesehen habe. Ich habe sogar den Smosh-Film gesehen und es gab noch irgendeinen anderen amerikanischen YouTuber-Film. Die machen es natürlich besser, aber Bruder von Luder war ein schöner Repräsentant für das Nachwuchskino in Deutschland. Ich möchte natürlich, dass das nur ein Meilenstein bleibt. Also, dass wir jetzt sagen, okay, das ist in Ordnung, jetzt werden wir aber erst richtig gut. Und aus dem Grund steht das auch bei meiner Gezo-Liste, weil es war echt kein unfassbares Desaster. Wir kommen zu den Filmen, wo ich sage, gut, ha! Wreck 4, Apocalypse, der kam ganz am Anfang vom Jahr raus, 8. November oder so, 8. Januar, und erzählt die Geschichte weiter von der spanischen Zombie-Besessenheitsepidemie. Nur diesmal befinden wir uns auf einem Frachter und ich fand das total cool, dass sich dort der Zombie-Virus ausbreitet, weil ein Tier infiziert war und der Koch das dann verarbeitet. Das fand ich grandios. Der Film hat unfassbar coole Passagen, also der Film, der nimmt seine Horrorparts ernst, aber dann ist es so, dass er den Gore-Faktor, also Blut, Gewalt, Gedärme, Gemetzel, den Faktor, dass er das irgendwie weiß, in einem Tarantino-esken Aspekt irgendwie zu präsentieren. Und ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr lustig, das alles zu sehen, wie dann irgendwie sie mit dem, oder er hat dann so einen Bootmotor, glaube ich, und dann rennt er mit dem Bootmotor da durch. Und das war harter Peter Jackson Braindead Shit, Mann. Und sowas feiere ich, das ist Trash der ersten Stunde. Und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aus dem Grund Wreck 4, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir dieses Jahr und auf der guten Liste. Jetzt, und das ist 100% persönlich. Und ich möchte nicht, dass ich jetzt anfange zu schimpfen, denn ja, auch auf meiner Gut-Liste ist 50 Shades of Grey. Das liegt einfach daran, dass aus irgendeinem persönlichen Grund, den ich jetzt nicht genauer identifizieren kann, aber der Film hat einfach im Kino bei mir alle richtigen Punkte getroffen. Und das war eine Story, in die ich mich hineinversetzen konnte und ich habe mir gedacht, hey, das ist ja mal eine interessante Geschichte. Natürlich, ist das ein kitschiger, komischer, auf Twilight-Fanfiction basierender Film, wo es letzten Endes auf der oberen Ebene nur ums Vögeln geht, beziehungsweise halt ums Ich ficke hart. Na gut, es gibt diese Augenroller im Kino. Dann, ja klar, der Film hat auf jeden Fall dumme Passagen, keine Frage. Aber ich fand diese beiden Figuren und wie sie jetzt so zusammenkommen und so weiter, die fand ich eigentlich recht in Ordnung. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, es gibt hundertprozentig Leute, die so drauf sind. Und es gibt dann auch hundertprozentig Leute, die sich so verführen lassen. Und naja, wenn halt dann irgendeine, wenn ihr das nicht bewusst ist, wie Sex abläuft und dann hat sie halt ihre erste sexuelle Praktiken mit diesem absoluten Nutjob, dann ist es ja auch klar, dass das so ein bisschen psychisch abgeht. Und ich fand den Film von einer psychologischen Ebene, fand ich den unfassbar interessant. Um halt einfach mal zu sehen, weil sowas kann ja passieren und passiert auch wirklich, dass halt irgendein Mann mit Macht, der ist dann irgendwie komplett bad shit crazy und hat psychische Dispositionen in the corpus. Und dann kommt da die eine Studentin, die sich halt nur auf ihr Studium konzentriert und so weiter und im Endeffekt nichts übrig hat für Sex. Und die trifft halt dann auf diesen Typen. Und dann entstehen ganz viele interessante Gedankengänge. Bleibt sie jetzt bei ihm, weil er die Caches hat? Und naja, aber
sie könnte jetzt theoretisch die Welt sehen und alles Tolles machen mit ihm. Auf der anderen Seite merkt sie halt dann auch, dass sie irgendwie benutzt wird. Und dann, zum allem Überfluss, hat sie sich dann auch noch in ihm verliebt. Das ist so ein bisschen der Wink an das Stockholm-Syndrom. Also, dass man sich quasi in denjenigen verliebt, der einen zu kontrollieren weiß. Das gibt's oft bei Entführungen und so weiter. Und das ist so ein Aspekt, den haben ganz viele Leute unter den Tisch gekehrt. Also diese psychologische Metaebene, die 50 Shades of Grey aufzieht. Dann halt auch immer so kleine Winks, wenn sie zum Beispiel aufwacht und dann ist dann Eat That, Drink That und so, weil sie ihm vorhin erzählt hat, sie steht unfassbar auf Literatur und dann hat er halt quasi einen Joke gemacht aus Alice in Wonderland und so weiter. So kleine Winks und Quips und Kapoops, die überall in den Filmen rausgezogen wurden, die haben mir sehr gefallen. Er zieht es natürlich ein bisschen, da habe ich mir dann schon gedacht, ja okay, 2,5 Stunden hätte der Scheiß jetzt nicht sein müssen, aber es war auf jeden Fall eine der besseren Kinoerfahrungen dieses Jahr. Kingsman! Das war ein klasse Film, du. Der hat mir unfassbar Spaß gemacht. Colin Firth als rekrutierender Agent, der dann einen neuen Rekruten aus dem Londoner Elendsviertel hinausholt. Und der Film hatte Eier, weil es gibt einiges. Es gibt einiges, was geschehen ist in diesem Jahr. Und der Film ist mir immer noch im Kopf geblieben. Die Leute in Anzügen, die so übermäßig cool sind, das ist so eine Comic-eske, naja, schon fast so Parade, die da abgefeiert wird. Also besser als Marvel-Filme, auf jeden Fall, weil hier halt auch sehr erwachsen mit bestimmten Dingen umgegangen wird. Und es ist auch wieder auch eine Zelebration von Gewalt. Wie gesagt, da gibt es die eine Szene da in der Kirche mit einem Song von Lynyrd Skynyrd, glaube ich, wo dann Colin Firth einfach alle umbringt. Und ich meine alle. Und das ist so eine geile Aufnahme, das gehört zu den Kino-Highlights dieses Jahr. Und natürlich, das ist etwas, was viele nicht so ganz überwunden haben. Und zwar, dass eine sehr, sehr wichtige Figur im Film getötet wird und tot bleibt. Das ist sehr interessant, dass man sowas macht, dass man echt die Balls hat und sowas durchzieht. Hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und natürlich auch dieser Steve Jobs, Samuel L. Jackson, der irgendwie Smartphones aushändigt oder was war es, eine SIM-Karte oder so, und die kann dann alles kontrollieren. Das war auf jeden Fall ein schöner Wink an die Gesellschaft jetzt gerade. Also das hat mir auf jeden Fall großartigen Spaß gemacht. Kingsman auf jeden Fall auf meiner Huge-Liste. Dann Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, ja. Tom Hardy ist Mad Max. Charlize Theron ist General Furiosa. Ich weiß, sie heißt Furiosa. Ich weiß nicht, welchen Rang sie hat. Und sie fliehen vor Immortan Joe, weil sie ihm seine Bitches geklaut haben. Und jetzt fahren sie eine Straße lang und er fährt die Straße hinterher. Und fuck. Das, Digga, super. Es war auf jeden Fall einer der besten Actionfilme, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und so ein frischer Wind im Kino. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Die Gewalt irgendwie, die Körper grotesk, dass die Handlung einfach so simpel ist und die Farben waren grandios, die Stunts, die Practical Effects, weil man hat ja im Endeffekt hier nur den Computer eingesetzt, um quasi außenrum alles zu verhübschen, aber das Kernelement des Films ist das Haptische und das ist vielleicht sogar der beste Film dieser Mad Max-Reihe. Der ist kompromisslos, er ist brutal, er ist stringent. Ist alles das, was ein Actionfilm sein soll. Und naja, der packt dich, macht mit dir, was er will. Und dann, wenn der Abspann da ist, dann denkst du dir, okay, das war schon geile Scheiße. Also, Mad Max fucking Fury Road kann auf jeden Fall ins Regal. Dann kommt Terminator Genisys. Terminator Genisys steht bei mir auf der Gutliste, weil er mir einfach Spaß gemacht hat. Ich weiß, der wird von allen wird er irgendwie hart gebasht. Aber ich habe dem eine gute Bewertung gegeben, weil ich irgendwie verstanden habe, was der Film zu machen versucht. Und er möchte das Alte mit dem Neuen verbinden und es sieht dann teilweise natürlich etwas krude aus. Und in dem Augenblick, wo du über die Plotline des Films nachdenkst, dann fällt das auseinander wie ein Kartenhaus. Terminator hat ab Terminator 2 Timeline-Probleme. Der hat ab Terminator 1 Timeline-Probleme. Der Film ist ja ein laufendes, das Franchise ist ein laufendes Paradoxon. Und man darf sich da nicht so aufregen und so weiter. Denn wenn du beim Zeitreisefilm über die Zeitreise nachdenkst, dann bist du so voll im Arsch. Aber auf jeden Fall, Terminator Genisys
Mir hat Spaß gemacht, Arnold Schwarzenegger wiederzusehen. Ich fand es toll, dass sie diese Alternate Timeline aktiviert haben. Und ich finde es auch mal interessant, dass sie John Connor zum Bösewicht gemacht haben. Das waren alles neue Ideen, die natürlich, ich muss mir den Film vielleicht nochmal anschauen, dann im Nachhinein irgendwie convoluted sind und man denkt, oh nein, das war ja wirklich harte Grütze. So wie ich den Film in Erinnerung habe, hat er auf jeden Fall einen positiven Geschmack im Mund hinterlassen und ich bin mit einem Grinsen rausgegangen. Also das war auf jeden Fall besser, als ich eingangs vermutet hatte. Gut, und natürlich will Hollywood, dass wir Jai Courtney mögen, aber tut mir leid, wir werden weiterhin Jai Courtney hassen. Dann The Pyramid, oder wie Robert Hoffmann sagt, The Pyramid. The Pyramid, der kam irgendwie so unter dem Radar raus. Ich habe den jetzt auch nur hier drin, weil ich habe den gefunden auf Amazon Prime und da konnte ich ihn mir dann anschauen. Und ja, The Pyramid, was ein geiler Horrorfilm. Es spielt alles in einer Pyramide, in einer dreiseitigen Pyramide. Ja, just go with it. Und da geht dann eine Gruppe von Forscher rein, weil sie ihren kleinen Robot da irgendwie reingeschickt haben. So dieser kleine Mars-Roboter da, den haben sie da reingeschickt und den hat irgendwas umgeschmissen. Und dann sagen sie, oh, was hat denn den Roboter umgeschmissen? Das Ding ist seit 10.000 Jahren da unten drin, weil es nämlich älter als die ganzen anderen Pyramiden. Und dann gehen sie halt rein, um ihren scheiß Robot zurückzuholen und dann finden sie heraus, oh, die Pyramide ist ein Labyrinth, der Eingang ist weg und jetzt werden wir alle sterben, traurig, aber wahr. Und der Film hat bei mir die richtigen Punkte getroffen, der war creepy as fuck, muss ich sagen. Also die haben da auf jeden Fall ein paar Dinge eingesetzt, die mir persönlich sehr... das Blut in den Adern haben gefrieren lassen, wie ein Flur, der mit Sand vorläuft. Dann fällt die eine runter und wird aufgespießt, aber sie lebt da noch. Und dann kommen so kleine Viecher, so kleine Sphinxen und fangen sie an aufzufressen. Und am Ende ist es dann so, dass Anubis da unten herumgeht. Und dann kommt sogar richtig viel ägyptische Mythologie mit rein, mit dieser Waage, wo dann ein Herz gewogen wird, anstelle gegenüber von einer Feder und so weiter. Und wenn es dann weicher ist, wenn es dann weniger wiegt als die Feder, wenn es leichter ist als die Feder, dann kommst du in den Himmel und nicht, dann kommst du halt in die Unterwelt und hast dann ein Problem. Und dann reißt dir halt Anubis das Herz aus der Brust und so weiter und dann ist halt Feierabend. Und ich fand es toll, dass der Film mit der ägyptischen Mythologie umspringt, denn wir hatten noch nie wirklich so einen Horrorfilm im alten Ägypten, beziehungsweise im jetzigen Ägypten. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Den Film würde ich auch weiterhin empfehlen. The Pyramid. Jetzt kommen wir schon zu den dicken Fischen des Jahres. Wie gesagt, ich mache keine Top 10 und Flop 10, aber die Filme, die ich jetzt alle nenne, waren eigentlich so ziemlich die Highlights für mich dieses Jahr. Alles steht Kopf inside out. Disney Pixar hauen es mal wieder raus. Wahnsinn, also der Film hat mir von vorne bis hinten gefallen, war einer der wenigen Filme dieses Jahr, die 8 von 8 Punkten von mir bekamen, weil da hat einfach alles gestimmt. Einfach an sich, dass die Handlung sich einfach nur im Kopf von einem Mädchen abspielt und wir quasi die einzelnen Emotionen haben, die halt Emotionen haben. Und dass halt dann Freude und Trauer aus dem Hauptquartier des Kopfes irgendwie rausgeschleudert werden und dann müssen sie zurückkommen. Das ist quasi, also das ist psychologisch und pädagogisch auch sehr interessant, denn ich studiere Psychologie und Pädagogik und so weiter. Und der Film zeigt im Endeffekt nur so ein bisschen so, wie eigentlich eine Depression abläuft. Und da haben sich die Leute echt viel Mühe gegeben, die dahinter saßen. Und ich möchte auf jeden Fall ein paar Oscars sehen, auf jeden Fall Oscar-Nominierungen bei dem Film. Mitunter der beste Animationsfilm, vielleicht sogar der beste Film, das wäre ja mal was, wenn ein Animationsfilm das abräumt. Irgendwas auch fürs Drehbuch, denn das Drehbuch war, wie gesagt, allererste Sahne und da haben sich die Leute wirklich Gedanken gemacht. Mal geschweige, denn dass die Animation einfach wunderschön war und wie gesagt, der Film hat funktioniert und es war einer der ersten Filme, wo ich mir nach dem Abspann gesagt habe, ich hätte ganz gerne ein Wiedersehen mit diesen Figuren, ich möchte ein Inside Out 2, wo es dann um die Pubertät geht und so weiter und dann kommt Love dazu und so. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Jetzt kommen wir zu Mockingjay Part 2. Geht mir auf jeden Fall nahe, weil ich die Bücher ja gelesen habe und ich mich andauernd mit meiner besten Freundin über Tribute von Panem austausche. Und aus dem Grund ist ja jetzt Mockingjay Part 2 natürlich auf meiner guten Liste, weil der Film war gut.
wenn man das Buch gelesen hat, würde ich behaupten. Ich würde behaupten, wenn man das Buch nicht gelesen hat, ist man auf jeden Fall von den letzten 20 bis 30 Minuten sehr, sehr enttäuscht, denn Mockingjay endet nicht in dem großen Big Kaboosh-Action-Ende, sondern es endet im Endeffekt mit 5 Leuten, die an einem Tisch sitzen und sagen, so, was machen wir? Wie geht's jetzt weiter? Und naja, und dann endet es halt mit, naja, sie sitzen auf dem Feld und streicheln ihre Babys. Und das hat vielleicht den ein oder anderen sehr enttäuscht. Aber wir haben ja das Big Kaboosh-Ende, aber das haben wir halt nur ein bisschen davor. Der Film entscheidet sich halt im Endeffekt, das zu zeigen, was in einem normalen Actionfilm nicht gezeigt wird. Nämlich The Aftermath, also das Nachspiel der ganzen Ereignisse. Ich muss wieder mal Jennifer Lawrence hervorheben, die Frau ist einfach nur super. Es ist schon fast anfeindend, wie gut sie in ihrem Job ist. Die anderen lieben Hemsworth und George Hutcherson und Woody Harrelson und der leider verstorbene Philip Seymour Hoffman und Julianne Moore. Eigentlich ein super Casting und die machen alle einen sehr guten Job. Und ich mochte den ganzen Film, auch vom Konzept her. Sie haben es natürlich 1:1 umgesetzt. Teilweise hätten sie ein bisschen aus sich herauskommen sollen, weil Susan Collins Romanvorlage ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Sind wir mal ehrlich, vor allem bei Mockingjay. Da gab es so ein paar Parts, wo ich mir gesagt habe, da hätte der Film mehr auf die dramaturgische Schiene setzen sollen. Aber sie bleiben beim Quellmaterial sehr nahe und das ist dann zum einen das Gute, zum anderen natürlich halt auch das Schlechte vom Film. Das war's zu Mockingjay Part 2. Jetzt kommen wir zu Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht. Das war ein guter und kompetenter Film, aber wie schon Rich Evans von Red Letter Media gesagt hat, it had to be at least competent and that's what we got. Und ich kann mich dieser Aussage anschließen. Wir brauchten einen kompetenten Film und kompetent ist Star Wars 7 auf jeden Fall geworden. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich ein bisschen hart lamer Shit, dass sie im Endeffekt nur Episode 4 neu gemacht haben. Und sie haben keine Risiken eingegangen. Sie sind keine Risiken eingegangen, das kann ich auf der einen Seite auf jeden Fall verstehen, weil man möchte sich ja nicht bei den Fans vergraulen. Aber wenn man sich das mal anschaut, ich kann mich schon jetzt nicht mehr so richtig an den Film erinnern und ich habe den am 18. Dezember erst gesehen. Ich kann mich natürlich an so einzelne Szenen, so bestimmte Szenen, so ganze Spoiler-Szenen, ne? Diejenigen, die den Film gesehen haben, die wissen, was ich meine. Und hier auch bitte nicht spoilern. Ja, also der Film ist noch im Kino und wenn ihn jetzt noch einer sehen will, dann bitte nicht spoilern. Jedenfalls, ja, mein Gott, das Beste vom Film ist und bleibt Han Solo. Harrison Ford hatte riesen Spaß gehabt zu spielen. Ich mochte die neuen Figuren auch. Man könnte jetzt sagen, ja, Rey ist so ein bisschen einzig und allein wegen der Marketingstrategie eine Frau. Weil jetzt, oh Wunder, jetzt gibt es Kosmetikprodukte von Star Wars und so weiter. Ja, das ist Disney. Was habt ihr erwartet? Wenn irgendjemand Geld reinscheffeln will, dann ist es Disney. Fucking Disney. Dass der andere Typ dann ein Schwarzer ist, ist das gleiche wie mit Samuel L. Jackson. Den haben sie ja auch nur in den Rat der Jedi gesetzt, damit auch die Schwarzen ins Kino gehen. Das ist leider wahr. Aber gut, es ist Disney. Sie wollen auf jeden Fall das Geld von allen haben. Und dann, naja gut, wir haben die Plotpoints von Episode 4, aber wir haben auf jeden Fall ganz viele wunderschöne Sequenzen, die schön zusammenpassen und halt irgendwie funktionieren mit der Originaltrilogie. Ich kann jetzt allerdings auch George Lucas' Argument verstehen, weil den haben sie jetzt ja interviewt und er hat ja Disney als Sklavenhändler bezeichnet. Oh George! Ja, und das Argument von ihm, was ich echt verstanden habe, wieso er den Film nicht mag, ist, dass sie nichts Neues gemacht haben. Also er hat gesagt, er hat bei allen 6 Star Wars Filmen versucht, immer wieder was Neues zu machen. Und ja, auch wenn die Prequels irgendwie halt nicht so gut angekommen sind, ist mir jetzt aufgefallen, er hat wirklich unfassbar viel Neues gemacht. Und das fehlt im neuen Film, also es fehlt einfach so dieser Creative Spark von George Lucas, fehlt in diesem neuen Projekt. Und ich hoffe, dass die für Episode 8 und Episode 9 da etwas mehr in eigene Wege gehen. Sie haben auf jeden Fall jetzt die Fans aller Riegen befriedigt. Und jetzt können sie dann quasi weitermachen. Aber wenn sie weitermachen, dann sollen sie in eigene Fußstapfen gehen und nicht nochmal Empire Strikes Back machen oder so. Obwohl ich jetzt befürchten muss, dass wir in die Richtung von Empire Strikes Back gehen, weil am Ende fliegt Rey zu. Dann soll es das gewesen sein zu Star Wars Episode 7, war auf jeden Fall eine mitunter der besten Kinoerfahrungen dieses Jahr. Allerdings toppt nichts Bridge of Spies.
Und das ist genauso wie der schlechteste Film mit Kartoffelsalat. Ich habe immer so eine. Ich habe eigentlich einen Top- und einen Flop-Film. Das sind immer so die Dinge, die ich raushaue, wo ich dann auch sage, der Film steht auf jeden Fall an der Spitze und der ist an der Spitze ganz unten. Bridge of Spies. Dieser Film hat mir auf jeden Fall von vorne bis hinten Spaß gemacht und es war Kino der alten Schule und ich würde echt jedem nahelegen, dass er sich mal diesen Film anschaut, denn wenn es irgendjemand schafft, Dialog darzustellen und man sitzt wirklich am Fuße des Bettes oder am Fuße des Stuhles und will einfach mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen. Und man klebt an den Lippen der Schauspieler, weil das Skript von den Coen Brothers ist riesig, die Regie von Steven Spielberg ist riesig. Die Musik von Thomas Newman ist natürlich kein Williams-Score, aber sind wir mal ehrlich, Williams hat es jetzt ja in Star Wars The Force Awakens auch der hat es ein bisschen phony gemacht, sind wir doch mal ganz ehrlich. Die Musik war nicht gut im neuen Star Wars. Ja, gut, Bridge of Spies ist auf jeden Fall der Film, der das Kinojahr 2015 für mich definiert hat. Den auf jeden Fall anschauen. Was Besseres gibt es meiner Meinung nach dieses Jahr nicht. Ich kann natürlich auch sagen, das sind halt nur die Filme, die ich jetzt gesehen habe. Denn wie gesagt, ich komme nicht dazu, jeden einzelnen Film anzuschauen. Ich bin natürlich immer wieder okkupiert. Ich muss in die Uni, ich muss in die Arbeit. Ich habe einen Freundeskreis. Ich muss alles Mögliche pflegen und da kann ich halt auch nicht immer ins Kino gehen oder so. Aus dem Grund sind bestimmte Filme sowas wie Birdman, John Wick und so weiter, die sind natürlich auch, naja, die sind eher im Heimkino dann angesiedelt worden, später im Jahr. Gut, auf jeden Fall Bridge of Spies anschauen. Und jetzt habe ich noch ein kleines Zuckerli für euch, denn da wusste ich nicht, wo ich ihn reinsetzen könnte, denn ich habe mir jetzt am Ende vom Jahr, habe ich mir noch Jupiter Ascending angeschaut, den gab es für 5 Euro bei Hugendubel, leck mich fett, das war ja mal lustigste Scheiße vom Feinsten, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr dazu eine Review haben wollt, also ich wüsste nicht, wo ich den einsetzen soll, ich glaube, ich muss da eine vierte Sparte aufmachen für lo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 l, jedenfalls. Das war das Jahr 2015. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Gehen wir es gut an, machen wir ganz schön viele tolle Dinge, hoffen wir auf jede Menge neue Filme, die uns in fremde Welten entführen. Das Kinojahr 2016 soll ja bekanntlich auch 365 Tage lang sein und es kommen wahrscheinlich auch wieder 365 Fortsetzungen raus. Aber wir drücken die Daumen, dass das Jahr so ein gutes Verhältnis hat von Filmen wie jetzt das vergangene Jahr. Etwaige Filme, die ich dieses Jahr nicht gesehen habe, bitte ich zu entschuldigen. Ein paar Dinge habe ich bestimmt echt verpasst, aber es ging halt nicht immer alles. Ich wähle die Filme so auch ein bisschen nach der ultimativen Relevanz aus und das waren halt die Filme, die für mich mitunter am relevantesten waren. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.